Ins Architekten war wichtig, dass wir das Konzept des Skypools auch in der Wellness-Erweiterung wieder fortführen. Beim Skypool treffen Heaven und Earth aufeinander und bei der Auskargung prallen jetzt Heaven und Hell aufeinander. Die größte Herausforderung für uns war im Grunde einmal der Zeitplan und einmal auch die Konstruktion, die Architektur selber, die es in der Form, glaube ich, noch nie gegeben hat. Und wir sind gut aufgestellt gewesen, wir haben das recht gut abgearbeitet und sind im Grunde vor einem schönen Ergebnis jetzt. Für uns als Hoteliersfamilie war es allem schon wichtig, wenn wir bauen, etwas zu bauen, was dem Gast die Entscheidung abnehmen soll, sich fürs Haus zu entscheiden. Das haben wir 2016 schon gemacht mit unserem Skypool und haben gesehen, hey, der Effekt ist sehr, sehr gut, die Resonanz ist mega, da müssen wir wieder was machen. In Südtirol gibt es viele Hotels. Alle Hotels sind wahnsinnig schier. Die Konkurrenz ist natürlich enorm. Auf der ganzen Welt wahrscheinlich gibt es nicht so viel Konkurrenz im Hardware-Bereich wie in Südtirol. Und da ist für uns klar gewesen, da braucht man Highlight. Es macht ihnen Spaß, etwas zu bauen. Es macht ihnen die Gäste Spaß, so etwas zu sägen. Der Name, der ist eigentlich gleich entschieden worden. Die Architekten waren bei uns, haben uns die Plattform vorgestellt. Oben Schwimmbäder, unten Saunen. Das Naheliegendste für uns innerhalb einer Minute Heaven und Hell. Ja, die Baustelle war sehr schwierig, weil wir haben am 27. März zugesperrt. Da haben wir am Nachmittag schon angefangen, den ganzen Abriss. Wir haben ja zum Himmel und Hölle haben wir natürlich andere Umbauten auch noch gehabt im Hotel. Und dadurch ist die Koordination sehr, sehr schwer gewesen. Wir haben praktisch wirklich den Sonntag zugesperrt und den Montag sofort umgehabt für Himmel und Hölle. Wir haben ungefähr 150 Leute auf der Baustelle gehabt. Wir haben Samstag gearbeitet, wir haben teilweise auch Sonntag gearbeitet. Und das Schwierige daran war, dass so etwas noch nie gebaut worden ist und für alle Firmen eine riesen Herausforderung war und etwas Neues war. Um das noch zu realisieren, sind schlussendlich 125 Tonnen Baustahl verbaut worden. Das Ergebnis war eine 12x12 Meter große Plattform, zweigeschossig, die was auf zwei 14 Meter lange Stahlstützen im Felsuntergrund verankert ist. Allein die zwei Hauptträger, die wir da verbaut haben, wegen 64 Tonnen. Das ganze Gewicht, das wir da damit tragen, sind allein 24 Tonnen Wasser, was wir da müssen in der Luft oben heben. Und die größte Herausforderung bei der Geschichte ist nur eigentlich nicht gewesen, dass das stehen bleibt, sondern dass wir die Verformungen so weit voraus berechnen gekannt haben, um die Infinity Pools auch danach als Infinity wirklich zu haben. Also dass der Wasserspiegel danach auch gleichmäßig über die ganzen vier Beckenseiten überrinnt.